In diesem Video zeige ich kurz, wie man eine Telefonliste von der Fritzbox in Excel speichert. Hierzu gehen wir zunächst mal in den Browser, öffnen die Fritzbox, indem wir oben Fritzbox eintippen. Dann loggt man sich ein mit seinem Passwort. Dann klickt man auf das Telefonbuch und anschließend auf die Druckansicht der Telefonliste. Hier geht man dann hin, tippt ein Steuerung A für alles markieren und Steuerung C. Dann öffnet man ein ganz leeres Dokument in Word, sagt hier Steuerung V zum Einfügen. Anschließend markiert man die ersten drei Spalten mit Steuerung C. Jetzt macht man eine Excel-Liste auf. Na, mein geliebtes Excel, mach auf. So. Ganz leeres Dokument. Hier ist es jetzt so, dass man mit Steuerung V die Liste einfügen kann. Jetzt ist es aber so, dass die zweite Spalte falsch formatiert ist. Deswegen markiert man die zweite Spalte, rechte Maustaste, Zellen formatieren. Sag mal, ich möchte das als Text formatieren. Und jetzt ist so, dass man hier hin und sagt, einfügen, ja. Und dann hat man das Ganze auch richtig jetzt drin. Und wäre soweit dann fertig. Diese Liste, die kann man dann anschließend speichern. Man kann sie auch... empfiehlt sich natürlich die hier oben drüber zum Schreiben Telefonnummer, Name, Telefonnummer und Typ. Jetzt ist es nur so noch, dass man diese blaue Markierung, manchmal möchte man das ja nicht, deswegen geht man hin, markiert alles. Sagt, man möchte das als Tabelle formatieren. Kann man sich hier Formatierung raussuchen, Standardformatierung in der Regel. Sagen wir mal die hier. Hat Überschriften und dann hat man das Ganze in seinem Format, wie man es möchte. Und diese Liste, die kann man dann natürlich speichern. Dann mal hier speichern. Geht man auf seinen Computer, sagt in der Temp-Liste irgendwo, wo man es halt haben möchte. Ich habe es meistens in einer temporären Liste auf meinem Desktop. Dann sage ich hier, okay, hier möchte ich jetzt meine Telefonliste. Und zack, rein damit, dann ist das erledigt.